Selbst, wie gesagt, eine Robustrasse, früher im Doppelnutzungsbereich, jetzt in der Mutterkuhhaltung, vor allem als Mutterbasis in Frankreich, ein immer größer werdender Stellenwert, wird auch gerne dann mit intensiveren Freirassen gekreuzt, aber natürlich auch in der Einzucht spielt es für diese Standorte eine immer bedeutende Rolle. Der Bulle Moritz, wie gesagt, ein sehr hervorragender Vertreter dieser Rasse. Glückwunsch zum Züchter und dem Aussteller und danke, dass er hier diese Rasse präsentiert.